herzlich willkommen bei Kuhl-TV. Mein Name ist Stein, Rotstein. Und heute mit der Lizenz fürs Zeitunglesen. Immer am Mittwoch gibt es den Gratis-Oberländer. Und darum 5 Häppchen daraus. Yeah. Als erstes auf Seite 5. Die Bahn schadet der Gesundheit. Das war eine ärztliche Warnung vor 150 Jahren. Letzten Sonntag haben sie eine Ausstellung eröffnet, hier in Wetzikon im Museum. Bahnbrechend, so nennt sich die neue Ausstellung zur 150-jährigen Geschichte der Eisenbahn in Wetzikon. Vor 150 Jahren sind täglich 3 Züge nach Wallisellen gefahren. Und heute sind es 282. Da läuft was. Niemand sagt, es ist schädlich, obwohl... Der Strom und so. Bilder mal umdrehen, aufhängen oder anschauen, wie jetzt gerade ihr. Ist das nicht seltsam? Ich kenne Leute, die müssen dann lachen, wenn sie jemanden einfach so sehen, reden. Und eine Barriere, wenn sie auflösen in Usten. Was ich gut kann verstehen, wenn man jemals dort mit dem Auto einer von diesen geschissenen Barrieren gestanden ist. Dann der Zürcher Teil, den nehmen wir raus. Gehen wir zum Sport. Die Schweizer haben verloren. Ideenlos in der Niederlage. Ich habe es zum Glück nicht geschaut. Und heute Abend werden die letzten 4 Plätze für die Euro 08 vergeben. Die Sampras verliert gegen den Roger Federer. 6-4, 6-3. Und am Wochenende folgt in Kanada ein richtig Saisonstart für den Weltcup. Interessiert euch das? Das Wetter mit Föhn, mild und freundlich. Ich bin sogar in der Sonne gehockt heute. Ich habe den ersten Kaffee getrunken. Kommen wir zu der Wirtschaft. Die Schweizer werden immer vermögender. Wie wenn man nicht schon genug Kultur hätte. Regionalkultur auf Seite 41. 80 Künstlerinnen und Künstler zeigen für einen Tag, was sie alles so machen. Junge internationale Gegenwartskunst, aber auch traditionell, sie wird zeigen. Sehen das! Vor einem Jahr waren wir ja auch und haben ein paar Künstler engagiert, die dann im EKG ausgestellt haben. Und... das Fernsehprogramm. Das Fernsehprogramm ist fast das Wichtigste. Ne? Heute Abend schaue ich Heroes. Im Blog schon mal geschrieben. Eine seltsame Sendung. Und natürlich ist Fußball, wie schon erwähnt, im Sport. Die letzte. Obwohl, es stimmt gar nicht. Es geht nachher noch weiter mit Mercoledì Italiano. Das müsste der Enzo lesen, eigentlich. Aber wo ist der Enzo? Was haben wir? Hier der FC Thun natürlich. Und China will nur schöne Girls an der Olympiade. Mindestens 1,68 gross. Und in Neuseeland dürfen dicke Frauen nicht mehr einreisen. Als Reaktion auf den Fall hat einer der Politiker jetzt den Antrag gestellt, dass alle dicken Abgeordneten entlassen sollten werden, weil die sind eine Belastung für das Gesundheitssystem. Und so stellt sich sehr schnell vor. Und Strohhaus vor dem Haus. Tja, so viel für heute. Das wär's gewesen. Das Lesen im Blog. Ich wünsche viel Spass, gutes Stream und was auch immer. Und tschüss.